Wie kann man das letzte Drittel der Nacht ausrechnen? Seht ihr unsere Schwester? Ich wünschte mir, manche Schwestern wären Brüder. Wirklich. Ich habe wirklich gemerkt und mir ist klar geworden, viele Schwestern sind viel besser in der Praktizierung als Brüder. Schwestern setzen sofort eine Sache um. Auch wenn sie viele Kleider kaufen. Auf jeden Fall. Wie kann man das letzte Drittel der Nacht ausrechnen? Wer sagt mir das? Wie rechnet man das letzte Drittel der Nacht aus? Wir nehmen die Zeit vom Maghrib. Wann ist Maghrib hier momentan? Ungefähr um 8 Uhr? Ja. 8 Uhr. Sagen wir 8 Uhr. Wir runden auf. Von 8 Uhr bis zum Fajr. Fajr ist ungefähr wie viel Uhr? 5.25 Uhr. So lange könnt ihr heute schlafen. Sagen wir 5 Uhr. Von 8 Uhr bis 5 Uhr sind wie viele Stunden? Wer sind die Mathematiker hier? Von 8 bis 5 Uhr sind? 9. 9 Stunden. Das dritteln wir jetzt. Ein Drittel von 9 Uhr, von 9 Stunden ist? 3 Stunden. Das heißt, diese schlagen wir hoch vom Fajr. Wenn Fajr ungefähr um 5 Uhr ist, dann sind das 4 Uhr, 3 Uhr, 2 Uhr. Ab 2 Uhr, das ist deine Nacht. Das ist dein persönlicher Termin mit Allah Azza wa Jalla. Er wartet auf dich. Und Allah kommt in jeder Nacht zum ersten Himmel herunter auf seine majestätische Art und Weise. Und er, Subhana, hat was die Menschen gefragt? Was hat Allah Azza wa Jalla verkünden lassen? Wer ist da der? Was ist deine Aufgabe als Gläubiger? Ich. Wer ist da der? Ich, ja Allah. Das ist deine Aufgabe. Möge Allah Azza wa Jalla uns die Kraft geben, in der Nacht aufzustehen.